Herzlich willkommen bei der Niederstedter Academy, heute in unserem Schulungszentrum im Safety Park. Und heute geht es um das Thema, Luki, Arbeitsbereichsbegrenzung, kurz gesagt ABB. Und wie das Wort auch schon sagt, es geht um das, dass einfach ein gewisser Bereich auf der Baustelle abgegrenzt sein muss. So ist es ja, ganz genau. Wir werden das auch im Video noch von oben aus umschauen, wie das noch von der Kabine aus ausschaut. Was man heute schon einmal sehen kann, wo ist sie überhaupt interessant? Wenn brauche ich eine Arbeitsbereichsbegrenzung, zum Beispiel wenn wir Stromlinien oder Straßen auf unserer oder nahe unserer Baustelle haben, die einfach auszugrenzen, dass es gar nicht möglich ist, heute mit einem Kran innen zu fahren. Okay. Also wenn man jetzt so einmal umschaut, man muss ja allem sagen, Gott, wie groß der Kran ist. Haben wir einen Ausleger von mir aus von 50, 60 Meter Länge. Dann macht das einen anständigen Kreis. Und wenn wir in dem Bereich da jetzt zum Beispiel die Stromlinien haben, dann der Kran wird so montiert, dass der Arm über der Leitung überdrehen kann. Aber jetzt darf es ja gefährlich werden, wenn ich mit meinem Katzfuhrwerk außen fahre, nicht mehr an die Sache denke und in der Leitung reinfahre. Und das kann ich noch mit meinem Kran als abgrenzen. Ich brauche dafür einen Kran, was die Sensorentechnik drinnen hat. Also mit einem alten Standardkran mit Schutzsteuerung ist das sowieso nicht möglich. Weil natürlich der Kran allem wissen muss, wo ist jetzt das Katzfuhrwerk, wie weit ist der Haken unten, wie weit ist er gedreht. Dann kann der wirklich, ich stelle von mir aus den Abstand ein, auf 7 Meter, weil man halt über 132.000 Volt hat. Dann muss ich 7 Meter wegbleiben, das schreibt mir der Gesetzesgeber vor. Dann mache ich da so eine Linie rein, also ich fahre mit dem Kran hin, einmal auf den Punkt, gebe den ein, einmal den Punkt und nachher verbindet er das und jetzt lässt er mich nicht mehr darüber reinfahren. Der Vorteil auf der früheren Art von Begrenzung ist gewesen, ich habe früher einen Kran leih so begrenzen gekannt. Das heißt aber, ich habe da hinten auch nicht vorbeifahren gekannt. Hingegen mit der neuen Generation, wenn ich mit dem Katzfuhrwerk in dem Bereich, da ich jetzt bin, dann kann ich da schön vorbei dran. Und sonst bin ich zu weit draußen, dran weiter, komme auf den Punkt her, weit vorher schon, dort einmal die Geschwindigkeit zurückreduzieren und bleibe genau auf dem Punkt pendelfrei stehen. Will ich weiter dran? Kein Problem. Fahre mit dem Katzfuhrwerk zurück. Und da hinten schläfe ich noch schön vorbei. Also macht heutzutage alles der Kran ja, einmal richtig eingestellt und der Kran schaut auf die Sachen alleine. Ja, perfekt. Wenn das in der Theorie ausgeschaut, haben wir jetzt hier gesehen. Wir möchten jetzt aber das auch gerne in der Praxis anschauen und dass du uns zusammen auch kurz erklärst, wie das auf dem Kran noch alles simuliert wird. Ganz genau. Und deswegen geht gleich mit. Gehen wir gerne auch mal auf den Kran. Gut, also jetzt sind wir da in der Kabine. Ich habe mir da mal den Bildschirm eingeschalten, dass ich es auch wirklich sehe, ABB, wie das noch so ausschaut, weil ich gewisse Punkte markiert dann. Und zwar haben wir da auf der hinteren Seite jetzt allerweil vom Kran einen Radlweg und den haben wir ganz einfach ausgegrenzt. Man sieht das bei der Linie da auch, hinter der Linie ist der Radlweg, was verläuft. Wir wollen also nicht mit den Haken und mit dem Gewicht über den Radlweg überdrehen, deswegen soll ich eingezeichnet ABB. Und nachher funktioniert das ganz einfach eigentlich, sobald die Punkte eingespeichert sind, wie man es hier sieht, brauche ich eigentlich jetzt, wenn ich auch so denke, jetzt einmal nicht und gehe einfach auf Drehung, sehe ich es ja, ich bleibe wirklich Vollgas auf dem Joystick für die Drehung drauf und nachher wird der Kran jetzt von alleine vorher schon abschalten oder langsamer werden, dann wird das auch akustisch hören, extra die Akustik einschalten und jetzt hört man es eigentlich schon, also das Piepsen ist langsamer geworden, der Kran, ich bin halt noch voll auf Drehung drauf, bleibt komplett stehen. Jetzt sehen wir noch eins, ich bin ja da noch ein paar Meter weg, wo ich eigentlich zu der Linie hin will und das machen sie gezielt. Jetzt steht er pendelfrei und jetzt kann ich wirklich mehr langsam mit der Linie mit meinem Punkt umwählen. Fahren wir dazu hin, wird wieder langsamer und bis er dann auch steht.
Wo sehen wir jetzt ganz genau, wenn er noch ganz wenig Erfahrung hat von da herum, noch weiß er jetzt nicht genau, wo er sich befindet mit dem Gewicht. Und für Sal haben wir da nochmal die Kamera eingebaut, wo man dann auch eventuell zoomen kann, dass man es nochmal genauer sieht. Und wir sehen eigentlich, es fallen ungefähr die 2-3 Meter noch bis zur Wand, zum Radlweg hin. Genau ist Tolle nachher eben bei der Arbeitsbereichsbegrenzung. Ich sage ja, ich will aber weiter in der Position hinfahren. Der Kran dreht jetzt nicht mehr weiter, ist ja ganz klar. Das Katzfahrwerk befindet sich da. Ich fahre ganz einfach mit dem Katzfahrwerk weiter zurück. Gewinne so ja nachher wiederum einen Abstand zu meiner eingezeichneten Linie. Wenn ich mich jetzt dann in der Position befinde, gehe ich einfach wieder auf Drehung und kann ganz normal weiter dran. Bis ich nachher wieder zu der Linie hinkomme und nachher tretet wieder die Arbeitsbereichsbegrenzung ein. Vorteil natürlich ist, dass ich aber den ganzen Bereich da hinter dem Kran all noch voll nutzen kann. Jetzt zum Beispiel bin ich all noch hinter der Linie und mein Gewicht ist da. Fahre ich weit raus und bleibe mit dem Katzfahrwerk. Dasselbe Spiel, sobald ich zu der Linie hinkomme. So, und jetzt steht's. Auch wenn ich all noch auf Vollgas oben bin. Und so funktioniert die Arbeitsbereichsbegrenzung natürlich auch ganz, ganz fein. Stromlinien, Stromleitungen, Zuglinien, Autobahnen, Straßen, in den ganzen Bereichen wird das heutzutage auch verlangt und auch eingesetzt.